was es hier nicht so alles gibt. Ist ja schön. Uniform Jacket. Geil. Was ist denn hier der Unterschied? Damaged? Damaged. So, jetzt bin ich aufs Dach gelangt. Ich finde die hier aber eigentlich geiler. Als die hier. Oder steht hier auf dem Rücken auch was drauf? Doch, da steht auch was drauf. Aber es sieht aus wie Open. Das ist ein bisschen merkwürdig auf dem Rücken, oder? Du bist offen. Ich glaube, ich nehme doch die das hier. Das sieht, ich mag die viel lieber hier, die Dings. Oh, was ist da denn Schönes Klan drin? Was ist das denn? Ein Walkie-Talkie. Wie kann man nicht mehr? Ich habe einen Feuerwehrhelm. Geil. Kann man nicht mehr die in Rags reisen? Doch, normalerweise schon. Face Mask, Blood Pattern und... Hm. Hast du eine Jacke? Hier. Ich habe eine Jacke, ja. Ich habe so eine Notarztjacke. So richtig unauffällig. In Rot, in Knallrot. Was ist das? Stun-Baton. Ist das eine Waffe? Ja. Aha, Polizeistation. Gehen wir doch gleich mal hin. Da habe ich nämlich schon mal was, mit, womit ich schon mal kloppen kann. Glaube ich, oder? Nummer 1. Ja, genau. Stich damit zu. Die Türen sind offen. Ja, hier sind auch alle Türen offen, aber irgendwie ist das ganze Loot noch da. Was ist das? Boah, Shotgun with Pistol Grip. Ich habe ein Knicklicht und noch ein Klicklicht. Und ein Magazin. Oh, eine schutzsichere Weste, oder? Anti-Step-West. Geil. Anti-Step-Weste? Handschellen nehmen wir auch noch mit. Hauptsache nicht steppen. Anti-Step. Was ist das? Road Flare. Oh, hier gibt's voll geile neue Sachen. Ich habe zwar noch voll nicht viel gefunden, aber... voll die geilen neuen Sachen. Ja. Schlüssel, schä. Das gute Zeug hat hier. Die ist schon wieder ein Magazin. Oh, eine Pistole. CR-1775. Oh. Hat der die gerade geladen? Hast du deine Pistole gerade geladen? Ich fasse es nicht. Ich habe mal eine Pistole gefunden mit Magazin. Passend. Geil. Was ich werde doch wahnsinnig hier. Was ist das denn? Auch so ein Stun-Baton. Police Uniform Jacket. Ach komm, zieh an. Das ist noch so ein Hütchen. So, wäre aber ganz geil, wenn ich was zu fressen finden würde. Naja, ich würde gern mal was mitnehmen. Nicht nur die ganze Sache an mir tragen. Na, bislang war es ja eigentlich, was Loot angeht, recht erfolgreich. Ja. Das müssen wir uns nur noch finden. Ja. Aber jetzt wissen wir wenigstens schon mal, wo wir sind. Dann bewege ich mich mal in Richtung Elektro. Wenn ich dann den Weg finde. Hast du schon was zu essen? Nee. Hast du schon was gegessen überhaupt? Ja. Okay. Milchpulver. Geil. Ganze Packung Milchpulver. Wie macht man denn die Tür auf? Also mit der Maustaste. Ich wollte es mit E öffnen. Ich krieg die Tür nicht mehr auf. Da ist ein Pub. Ah, da gibt's vielleicht was zu essen und zu trinken. Oder auch nicht. Das ist halt immer blöd, halt in diesen Städten, wo meistens gespawnt wird. Das ist halt meistens schon alles leer. Was los? Ich wurde erschossen. Wie? Ich wurde erschossen. Warst du schon? Ein Schuss, puff, you're dead. Irgend so ein Sniper-Wichser bestimmt. Hm, möglich. Warst du schon in... Nö, ich war denn noch in Tschernogorsk. Ein Hockeyschläger, ich fass es nicht.
Dann nehme ich mir den anstatt den Batonengedöns, weil das Neustart. Hat bessere Reichweite. Wäre ja mal was ganz was Neues, wenn wir in der Aufnahme mal nicht sterben. Ja gut, aber jetzt lieber am Anfang sterben, als dann irgendwie, ne? Weiß Bescheid. Ich glaube, ich laufe doch lieber mit der gezogenen Shotgun rum. Hätte mir, glaube ich, gerade auch nichts gebracht. Aber gut, ja, mach nur. Weil es macht mehr Eindruck. Also, ne? So, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Oh, das riecht hier voll nach Gulasch, ey. Wenn meine Mutter Guschal. Guschal. Guschel. Hosela. Halle. Es riecht so nach Gulasch, dass die Sprachfunktionen direkt abgeschaltet wurden. Wie springt man denn? Auf V, okay. V. Alles das verlernt, ey. Auch anscheinend geändert. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, habe ich so das Gefühl. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier in dem Haus schon mal war. Könnte aber daran liegen, dass die alle gleich aussehen. So, dann gucken wir doch mal, wo ich jetzt wieder rausgekommen bin. Oh, was ist das? Ist das Milchpulver? Bahngleise. Powdered Milk. Worn, genau. Eat all. Getragen. Hä? So, wo bin ich? Was ist das denn? Wo bin ich hier? Geht's aber ganz schön steil rauf hier. Hunting Jacket Spring. Das hat sich so viele schöne Sachen. Kann man das da drüber anziehen? Ein Café ist ja schön hier. Mann, ich will eigentlich ganz gerne die Police Uniform Jacket behalten, weil die so geil aussieht. Ja, habe ich auch eine gefunden gehabt. Ja, aber jetzt habe ich hier einen Hunting Jacket Spring. Die hat zwei Fächer mehr zum Tragen. Ja, so muss die Police Uniform wohl hier liegen bleiben. Könnte das denn sein, wenn ich da jetzt rausgekommen bin? Kann man das Holz hier mitnehmen? Nee. Sie sieht aus wie ein Krankenhaus. Das ist ein Krankenhaus. Schulz. Schulz. Mal sehen, vielleicht finde ich ja hier noch was Schönes, aber. Das sieht nicht so aus. Warum will ich hier alles mit E öffnen, bitte? Was hast du denn zuletzt gespielt? Wo du mit E geöffnet hast? Könnte von CS kommen. Aber das habe ich auch schon. Ja. Das ist auch schon wieder ein bisschen hier. Was ist denn hier passiert? Hat sich jemand ausgezogen. So gut, vielleicht ist was für dich dabei. Aber das kann man. Ich kann das nicht zerreißen. Warum denn nicht? Also manche Sachen konnte ich gerade eben auch noch nicht zerreißen. Also beziehungsweise das T-Shirt, was ich anhatte, kann ich nicht mehr zerreißen. Das ist halt das Komische. Eine Busstation. Und ein Minimarkt. Oh, da ist auch nichts drin. Hier ist alles gelootet worden. Das ist unfassbar. MP133 Shotgun with a pistol grip cannot be filled up. Das ist mir klar, du Horst. Oh, ich habe ein Magazin gefunden. Schön. Ach, das ist ein Polizeiauto hier. Okay. Ist da noch was drin? Ah. Guck mal an, da ist noch was drin. War ich denn überhaupt thirsty? Ja, ich bin thirsty. Cool. Und nicht mehr hungry. Ist ja lustig. Nicht taken. Du sollst von der Pumpe trinken, du Horst. Jetzt habe ich dieses scheiß T-Shirt mitgenommen. Gut zum Henker bin ich hier. Sag mal, was für LKWs fahren denn bei dir vorbei? Das sind Oldtimer. Zwei Stück waren das. Also alte LKWs. Also wirklich alte LKWs, die neu aufgemacht wurden. Hm. Ah, da ist ein Straßenschild. Schön. Bitte.
noch. Kein Mensch. Kann doch kein Mensch lesen, ey. Achso, ich wollte mal wieder meine Shotgun ziehen. Because of you know, ne? Boah, nee. Wo bist du denn? Ganz im Nordosten. Ach du Scheiße. Na gut, dann suche ich mal noch ein paar Sachen zusammen und begebe mich dann auf die Reise. Hier gibt's eine Polizeistation. Und ein Auto soll es hier geben. Ich wünsche dir viel Glück. Ich gehe mal gucken, ob ich es finde. Pitchfork. Das wechsle ich durch. Eine Heugabel. Ja, aber die ist spitz. Und lang. Ich bin falsch rausgekommen aus der Tür. So, hier ist eine Rechtskurve in den Wald rein. Wo bin ich denn? Da könnte ich sein, okay. Dann also umdrehen. Sollte da vorne ein Brunnen kommen, das wäre ja schon mal ein Anfang. Aber hier ist kein Brunnen. Was ist das? Ist das Munition? Ja, bestimmt nicht für meine Shotgun. Was ist das denn? Green Bandana Cap. Wir brauchen nicht. Kann man das zerreißen? Nee. Konnte man. Konnte man, ja, aber. Okay, bist du durstig? Nee, hungrig. Da vorne irgendwo soll es Waffen geben. Da gibt es auf jeden Fall schon mal Stiefel. Oh, eine Dose. Was für Stiefel sind das? Tactical Wellies. Bacon. I'm thirsty. Jetzt auf einmal bist du durstig, war ja klar. Oh, was ist das? Punkt 22. Passt die hier rein? This doesn't fit in here. Punkt 22 war von diesem Sportschützengewehr. Echt? Warum kann ich die denn nicht aufnehmen? Take. Ach, leck mich doch. Passt die denn da rein? Achso, ich muss ja. Unpack? Was ist das denn? Paper. Das ist ja lustig. Das ist Papier von der Packung, ja. Fand ich auch witzig. Das da rein. Das ist ein Fit in hier. Ja, der spricht mit mir, aber ich kann nicht. Warum kann ich die denn nicht mitnehmen hier? Die Munition, die hier liegt. Na gut, dann halt nicht. Da kommt schon der nächste, ey. Er kommt aber schwer auf mich zugerannt. Prügeln die sich jetzt? Der will sich tatsächlich mit mir prügeln. Ich bin bewusstlos. Er ist unfassbar. Ja, zumindest hat er noch Hallo gesagt. Achso, hello. Hello. Baff, voll in die Fresse. Jetzt liege ich da. Jetzt werde ich vermutlich ausgenommen. Wenn ich wach werde, bin ich nackt. Vermutlich. Verblutet. Ich bin nur bewusstlos. Hier steht übrigens Papier hochkant in der Luft. Oh, ich glaube, ich komme wieder. Ich bin tot. Na, super. Ihr seid doch blöde. Ja gut, aber das kann ja sein, dass es gut für dich ist, dass du jetzt bei mir in der Nähe spawnst. Ich wollte doch gerade nach dem Auto gucken. Ich habe das Auto noch gar nicht gefunden. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich google jetzt, wie man spricht. Ja, bitte. Und dann sagst du allen, go fuck yourself. Klar, damit sie mich verprügeln wieder. Daisy... Button. Was ist das denn? Da. Bandana Black Pattern, ach Mann. How can I chat speak? Caps Lock gleich Direct Voice Chat through Mic. Your press ja, chat channels. Also Caps Lock, okay. So, Und wie schreibt man? Gerade wo du dabei bist. You press slash, forward slash, to be able to start typing in a given chat channel. Fahrzeugkanal, direkte Kommunikation. Ah, mit dem Bindestrich.